Was geht ab, meine OZ-Fighter-Hoser hier, und heute machen wir das neueste Ultimate Clash oder das Battlefield auf der globalen Version, denn erstmal vielen Dank für euer Feedback, ich hatte das gar nicht mehr richtig vor Augen. Auf der globalen Version sind jetzt nämlich neue Gegner im Battlefield und ich glaube, einige von euch haben da ein bisschen Probleme mit gewissen Gegnern, dementsprechend werde ich einen kompletten Durchgang hier jetzt machen im Battlefield, sodass ihr mal seht, okay, wie gehe ich daran und versuche euch dabei bei den verschiedenen Gegnern Tipps und Tricks zu geben, sage ich mal, und dementsprechend, genau, begrüße ich euch auf jeden Fall zum heutigen Video. Der erste Gegner ist hier Super Agel Mutant Roshi. An sich, wie ich vorgehe im Battlefield, Freunde, ist folgendermaßen. Ich versuche, meine Super-Teams, zum Beispiel mein Super-Tech-Team, Super-Agel-Team, aufzubewahren für die schwierigeren Stages, weil in der Regel sind meine Super-Teams stärker als Extreme-Teams. Heißt, in dem Fall würde ich mit gegen Mutant Roshi, mit meinem Extreme-Tech-Team reingehen, sodass ich mein Super-Tech-Team für später noch habe, weil, wenn wir mal kurz einen Blick drauf werfen, sieht man, okay, mein Super Tech Team ist ein Ticken besser, sage ich mal. Aber jetzt speziell bei Mutant Roshi oder in diesem Battlefield folgendes, Freunde. Der letzte Gegner in diesem Battlefield ist AGL Kid Buu. Heißt, Kid Buu ist auch vom AGL-Typus, das werden wir gleich sehen. Und speziell er ist wirklich ein schwieriger Gegner. Heißt, es wäre gar nicht mal so verkehrt, wenn ihr eure beiden Tech Teams, sowohl Super als auch Extreme Tech Team, für Kid Buu aufbewahren könntet. Man kann hier Mutant Roshi ist nicht schwierig. Man kann ihn auf jeden Fall auch mit einem Free-to-Play-Team besiegen. Zum Beispiel mit einem Free-to-Play-Ginyu-Force-Team. Heißt, wenn ihr ein Free-to-Play-Ginyu-Force-Team habt, nehmt euer Free-to-Play-Ginyu-Force-Team und geht gegen Mutant Roshi vor. Genau. Aber auch an sich, ich nehme jetzt trotzdem mein Extreme-Tech-Team, sage ich mal. Aber wie gesagt, wenn ihr eure Tech-Teams aufbewahren könnt, beide für Kid Buu, wäre es gar nicht mal so schlecht. An sich gegen Kid Buu speziell gehe ich da nochmal ein bisschen anders vor. Ich baue mir da ein Katori-Team, zum Beispiel Pure Saiyan-Team, weil ich Double Pure Saiyan-Leader habe. Evo Vegeta, Transforming Vegeta oder Potara würde auch gehen, Ele Vegito, Kefla und so weiter und so fort, aber das sehen wir gleich am Ende. Aber wie gesagt, wenn ihr die Tech-Teams aufbewahren könnt, für Kid Buu wäre es nicht schlecht. Ich habe jetzt trotzdem kein Ginyu-Force-Team benutzt, weil ich habe die gar nicht mitgenommen ins Battlefield. Aber wenn ihr es machen könnt, dann macht es auf jeden Fall, weil Mutant Roshi ist leicht zu besiegen, sage ich mal. Aber an sich, Freunde, sind wir hier immer noch im Battlefield. Heißt, das ist nicht für jedermann. Ihr braucht gute und viele Charaktere. Und vor allem auch viele Teams, sage ich mal, um das Battlefield schaffen zu können. Wenn ihr an sich Tipps und Tricks habt, wo ihr quasi, wo es für euch einfacher fiel, wo der eine Charakter, wo ihr sagen könnt, okay, der hat mir wirklich sehr gut geholfen, der war ein MVP hier und dort, dann könnt ihr euch gerne in den Kommentaren aushelfen, Freunde, oder auch an sich, wenn ihr Fragen habt, wenn es bei einem wo hakt, wenn der eine diesen Charakter nicht hat, den Charakter nicht hat, weil nicht jeder hat dieselbe Charakterliste, Freunde, dann hilft euch am besten gegenseitig aus. Aber ansonsten werde ich versuchen, euch heute hier quasi, ja, einen kompletten Durchlauf mitzunehmen, zu gucken, wie ich das Ganze mache, zu den gewissen Stages, Tipps und Tricks einfach mal aufzeigen. Und ich hoffe, im Endeffekt, ja, passt dann auf jeden Fall alles. Okay, so viel zum Roshi. Ihr habt es auch gesehen, da geht relativ easy eigentlich. Beim zweiten Gegner, glaube ich, hatten auch die meisten Schwierigkeiten. Denn der zweite Gegner, C19, absorbiert eure Super-Attacks, die auf Keyblast basieren und erhält sich daran. Was heißt das? Dies heißt, ihr braucht Charaktere, die Super Attacks haben, die nicht auf Keyblast basieren. Woran erkennt man das? Ich gehe mal mein Extreme Physisch Team rein. Wenn wir uns Omega Stellung mal ansehen, dann ist neben seinem Super Attack ein Symbol, ein Keyblast Symbol. Heißt, C19 hielt sich an der Super Attack, beziehungsweise absolviert er den Super Attack von Omega Stellung, weil es eine Keyblast Super Attack ist. Cooler zum Beispiel hat dieses Symbol nicht. Heißt, Cooler macht Schaden gegen ihn mit der Super Attack. Ansonsten natürlich mit euren Autoangriffen macht ihr so oder so Schaden gegen C19. Heißt, ihr müsst euch ein Team bauen mit, ich sag mal, vielen Charakteren, die eben keine Keyblast Super Attack haben. Aus den Extreme Physisch Reihen sind es wenige. Eigentlich könnt ihr es auch machen, wenn ihr sowohl ein gutes Super Physisch Team habt, als auch ein gutes Extreme Physisch Team. Dann könnt ihr hier zum Beispiel eher mit eurem Super Physisch Team rein, weil es gibt mehrere Super Physisch Charaktere, die keine Keyblast Ulti haben. Zum Beispiel bei mir wäre es Future Gohan, wen haben wir noch? Bardock, Hale hat keine Keyblast Super Attack. Ich werde folgendermaßen drauf eingehen. Eigentlich ist Broly ist ein zweischneidiges Schwert. Broly gibt halt einen sehr guten Leader Skill, aber Broly kommt immer auf seine Super Attack und C19 wird sich immer ein Broly heilen. Ich nehme ihn mal trotzdem mit, weil ich setze hier alles auf Cooler in diesem Setup. Mein Super Buu hat auch keine Keyblast Ulti, aber auf SC1, sorry. Goku Black nehme ich nicht mit, weil er Key+3 gibt, weil ich will hier nur mit Cooler angreifen. Ich will nur, dass Cooler das Ganze carried. Ich setze komplett alles auf Cooler. Alles andere muss ich versuchen, dass sie nicht ihre Super Attack bekommen. Und speziell bei Broly wird es eben kritisch, denn Broly, Moment, ja okay, das passt so sehr gut hier an der Stelle. Der darf nicht Super Attacken. Omega Shenlong auch nicht. Boah, wie viel bekommt er da? Okay, sehr schön, perfekt, da ist schon mal Glück. Und genau, also ich setze hier alles auf Cooler im Prinzip. Aber normale Angriffe machen auch Schaden, heißt,
wie bei mir gerade eben, achtet darauf, dass eure anderen Charaktere nicht ihre Super-Attacks machen, weil sonst heilt sich C19 dran. Genau. Ja, nicht jeder hat wahrscheinlich einen Luxus, dass er so einen guten Cooldown hat, sage ich wie ich. Aber wie gesagt, da müsst ihr einfach darauf aufpassen, ein Team bauen, wo viele Charaktere, das aus vielen Charakteren besteht, die keine Keyblast-Ulti haben. Ihr wisst jetzt, woran ihr sie erkennen könnt, am Symbol, an der Super-Attack. Und dann, wie gesagt, könnt ihr auf jeden Fall so vorgehen. Und falls ihr, Moment, ich mache das Ganze. Ja, okay, das sieht doch schon mal sehr gut aus. Ich überlege mir gerade, ob ich euch vielleicht zeigen sollte, wie das Ganze aussehen könnte, wenn er das Ganze absorbiert. Aber das will ich eigentlich ungern, weil die meisten haben es wahrscheinlich eh gesehen, sonst haltet er sich hoch und das würde sonst ein bisschen länger dauern. Aber wie gesagt, wenn ihr eigentlich sagen könnt, ihr habt ein gutes Super-Physisch-Team als auch Extreme-Physisch-Team, dann könnt ihr eigentlich mit eurem Super-Physisch-Team hier rein, weil viele Super-Physisch-Charaktere haben eine Super-Attack, die nicht auf Keyblast basiert. Und genau, das habe ich im Stream zu euch gemacht, die letzten Tage, ich glaube gestern. Und das hat auch funktioniert, dass ich zuerst mein Super-Physisch-Team benutzt habe und dann mein Extreme-Physisch-Team. Genau, und hier so, boom, ich habe wie gesagt auf Cooler gesetzt, Cooler soll das Ganze beenden, Cooler beendet auch das Ganze. Und so bin ich hier quasi vorangegangen gegen C19, aber ja, mit Broly, den hat man immer raus, der soll nicht ulten, weil der ultet immer und dann hielt sich unser Boy C19 immer an ihm. Okay, machen wir ein bisschen weiter, ich habe kurz gemerkt, da... Ja, da stimmt nicht was ganz, aber ich hoffe, alles hat gepasst an der Aufnahme. Er hat, glaube ich, ein bisschen gelaggt, sorry dafür. Jedenfalls so viel zu C19, dann kommen wir zu Level 2. Level 2, das größte Problem auf Level 2 ist sicherlich Great Saiyaman. Warum? Great Saiyaman hat eine One-Shot-Ulti. Great Saiyaman kann euch One-Shot mit seiner Ulti, die er zufällig macht, im Kampf. Die allererste Runde tut er nicht angreifen und der allererste Runde wäre es wichtig, wenn wir gegen wenn wir gegen Great Saiyaman folgendermaßen vorgehen, weil Great Saiyaman können wir sealen und wir können ihn stunnen. Deswegen, er ist zum Super Tech Typus, ich gehe mit einem In-Team gleich rein, aber lasst mich euch mal aus meiner Charakterliste zeigen, welche Charaktere aus den In-Charakteren bei mir sealen können oder stunnen können. Was heißt sealen? Ich stelle dir mal ein, mit dem neuen Filter, ich will die Charaktere jetzt rausfiltern, die mit ihrer Super Attack sealen können. Das heißt, in der Regel durch eine Super Attack ist das, dass der Gegner für 2 Runden gesealt wird, heißt der Gegner kann für 2 Runden keine Super Attack einsetzen. Wir wollen ja eben, dass Great Saiyaman seine Super Attack nicht einsetzt, deswegen ziehen wir ihn. Das sind zum Beispiel Sealer, die ich habe in meiner Charakterliste. Aber mit Stunnern geht das auch, denn wir stunnen ihn ja, dann kann er für 2 Runden in der Regel durch einen Super Attack nicht angreifen. Und das wären hier an der Stelle meine Stunner. Meist eine sehr gute Stunnerin durch die Super Attack, durch die Passive. Tal ist auch auf jeden Fall mit der High Chance, aber auch Free-to-Play Ghost Tanks hat auch hier eine High Chance, den Gegner zu stunnen. Heißt, ich nehme jetzt gegen Great Saiyaman mein Extreme In-Team und, Moment, Moment, das Ganze so, und nehme Stunner auf jeden Fall mit rein. Sealer in Extreme Int habe ich leider keine, aber nicht schlimm. Also ich hätte einen, aber ich habe den nicht awake, ich habe den nicht mitgenommen. Also kurz das Team bauen, setze ich auf jeden Fall auf Talis. Der kann zwar auch Stun Hellfighter 17, aber genau, dann machen wir das Ganze so. Heißt, ich setze sie an der Stelle auf Stun, aber Seal würde auch sehr gut funktionieren. Bei Seal ist die Sache, wenn ihr Sealer im Team habt, nimmt sie auf jeden Fall mit, weil ein Seal ist garantiert zu 100%. Bei Stun ist es immer eine Chance. Okay, hier habe ich jetzt Talis drin, sehr gut. Und jetzt muss ich einfach darauf hoffen, dass auch Talis den Gegner aber stunt. Ich liebe Dokkan Battle, ich liebe Dokkan Battle und die Key, die es mir immer zur Verfügung stellt. Oh mein Gott, und zwar machen wir das Ganze mal so. Also auf jeden Fall wäre es mir auch wichtig, wenn ich den Stunner in jeder Rotation lasse. Also Talis tue ich jetzt nicht rausrotieren, weil wenn er wieder reinkommt, wenn er ihn jetzt nicht stunt, dann muss ich darauf hoffen, dass er ihn das nächste Mal stunt. Er hat ihn tatsächlich nicht gestunt. Okay. Ja, das ist halt jetzt die Sache, da muss man auf jeden Fall auch ein bisschen Glück haben, dass der Stunt auch durchkommt. Deswegen wäre es an sich gar nicht mal so schwer, wenn ihr auf Sealer setzt. Aber bei Stunner müsst ihr das Ganze jetzt mal betrachten. Es ist nämlich auch so, dass Great Saiyaman nicht immer ultet. Also es kam bei mir auch durchaus schon mal vor, dass er für 2-3 Runden nicht angegriffen hat, nicht geultet hat, sag ich mal. Pff, machen wir das Ganze jetzt, machen das so. Jetzt bin ich gespannt, jetzt wird aber bestimmt sofort ulten. Ah, jetzt hat Talis ihn echt nicht gestunt. Und by the way, falls ihr euch relativ früh ultet und ihr sofort verliert, dann würde ich hier nicht mit einem zweiten Team reingehen, sondern ich würde das Battlefield nochmal komplett neu anfangen. Hauptsache, ihr gewinnt diese Phase auf jeden Fall mit einem Team. Es wäre immer gut, wenn ihr so viele Teams wie möglich für Level 3 aufhebt. Darauf will ich hinaus. Deswegen, falls ihr mal verliert, schaut ihr das wieder neu. Also verbraucht kein zweites Team hier. Es sei denn, er hat wirklich knapp Leben und ihr könnt es mit irgendeinem Easy-Team besiegen. Jetzt schaut mal, boom, er hat nicht gestunt. Sorry, er hat nicht geultet, aber... schwierig, er greift da hinten zweimal an. Ich hoffe aber hier auf Level 20 Dodge auf mein Talis, dass er das Ganze dodgt.
Schauen uns das Ganze mal an. Und zwar Kidbu. Ja, Kidbu kann auf jeden Fall von mir aus angreifen. Jetzt bin ich gespannt, ob der ultet oder nicht. Oder ob ich das dodgen kann oder nicht. Hat nicht geultet. Auch nicht geultet. Seht ihr, es kann durchaus vorkommen, dass wirklich 2-3 Runden nicht ultet. Und wenn ihr das Glück habt und ihn bis dahin schon besiegen könnt, umso besser. Und jetzt haben wir ihn gestunt. Sehr schön. Jetzt haben wir Ruhe für die nächsten Phasen, sage ich mal. Sehr, sehr gut. Genau, das ist auch so eine Vorgehensweise, die ich dann quasi hier. Ja, die, was heißt, ja. Ziel und Stunner, Freunde. Wenn ihr Ziel und Stunner habt, dann nutzt die und dann seid ihr auf der sicheren Seite. Er ist nämlich jetzt auch in der nächsten Runde gestunt. Jetzt kann ich ihn locker easy mal nach, also hier ausnehmen. Genau, unser Merle. Oh mein Gott, wenn ich nach. Oh, diese Key Placements. Diese Key Placements, die bringen mich doch eines Tages um in Dokkan Battle. Das sage ich euch. Das sage ich euch, aber jetzt hat doch alles geklappt. Vor allem, wenn euch das Ganze bis jetzt schon gefallen hat, dürft ihr ganz auf jeden Fall gerne ein Like geben. Und falls ihr neu seid und euch das Ganze im Endeffekt ebenso gefällt, dann dürft ihr ganz auf jeden Fall gerne ein Abo da lassen. Vielen lieben Dank für die ganze Unterstützung in der letzten Zeit. Wir bewegen uns auf die 24.000 Abonnenten zu und dementsprechend auch auf den 24-Stunden-Stream. Ich kann das wirklich kaum erwarten, ich freue mich echt drauf. Und ja, danke für die ganze Unterstützung. So viel dann auch zu Great Simon. Jetzt machen wir weiter. Wer ist der nächste Gegner gewesen? Der nächste Gegner war... So, jetzt... Bisschen lang gebraucht, um das Ganze zu laden. Lernen Sie das Spiel. So, okay, der Boy. Ja, der Boy, ganz ehrlich, Argel-Team. Nimmt euer Argel-Team, geht hier rein. Natürlich braucht ihr ein gutes Argel-Team, aber, also er macht gut Schaden, so ist es nicht. Solltet ihr vielleicht ein bisschen aufpassen, dass ihr ein offensiv-defensiv starkes Team habt. Aber ihn kann man besiegen, sag ich mal. Also da war auf jeden Fall Great Salmon nerviger. Wie gehe ich hier rein? Ich gehe Folgen, nee, nicht so, bam, ich gehe so rein. Und ich hebe mir vielleicht... Nee, komm, Polaris werde ich eh nicht nutzen. Oder Realm of Gods oder sowas. Deswegen kann ich Rosé auf jeden Fall nutzen. Genau, also AGL-Team. Am besten Extreme AGL, damit euer Super AGL-Team für später aufheben könnt. Die Sache ist die. In jetzigen Battlefield werden wir noch nicht gegen jeden kämpfen. Aber in der Zukunft wird das der Fall sein. Also es, jeden Monat, also jede Season, kommen mir mehrere Gegner hinzu. Level 3 Kämpfe, glaube ich, gegen 3 Gegner. Aber da kommen noch 2 weitere hinzu, bevor wir dann gegen den Boss gehen. Also jetzt sollten wir... auf Level 3 gegen Hit kämpfen, gegen Gohan, sowas glaube ich. Und in Zukunft kommen noch 2 weitere hinzu, bevor wir dann gegen Kidbu kämpfen. Und das wird dann immer schwieriger und schwieriger, sag ich mal. Und da verfolge ich gerne die Taktik, dass ich meine Extreme-Teams zuerst einsetze und dann meine Super-Teams. Genau, jetzt die Extreme-Teams aber hier an der Stelle. Was machen sie hier? Die sind hier auf jeden Fall noch on Tour. Ja, und es ist schon auch ein bisschen tanky, so ist nicht, nur wahrscheinlich lang. Und... Aber es ist machbar. Nur Wahrscheinlich ist auf jeden Fall machbar. Genau. Okay, so viel dann auch zu dieser Runde. Ah, der ultet auch noch. Ich weiß, ich bin mir gerade nicht sicher, habe auch nicht drauf geachtet. Aber ich glaube, er ist auch jemand, der mehrmals in einer Runde ulten kann. Glaube ich. Könnte aber, muss aber nicht unbedingt sein. Hab gerade nicht drauf geachtet. Gut, jetzt, ich musste kurz wieder cutten. Freunde, wenn euch irgendwas auffällt, so, wenn es mal an ein, zwei Stellen leckt oder so, dann gebt am besten mal Bescheid, weil... Die ganze Zeit wird mir gerade angezeigt, dass irgendwie die Codierung belastet und sowas belastet auch mich. Und die Keys belasten mich auch hier an der Stelle. Nee, aber nicht stimmt, du wahrscheinlich auch hier Spaß. Also falls irgendwas auffällt, gib auf jeden Fall Bescheid. Genau. Gut, jetzt sind wir hier an der Stelle immer noch gegen Nuva Shenlong, ja. Aber unser Boy Nuva Shenlong ist machbar, Freunde, ist machbar. Jetzt habe ich legit nicht drauf geachtet, wie oft er angegriffen hat in der Runde. War das schon die zweite Super, also die Super Attack meine ich, war das die zweite? Ich weiß, dass Cooler, ich glaube wir kämpfen danach gegen Final Form Cooler, kann das sein? Ich weiß, dass der das macht, warte mal, 199, was kommt der hier drauf? 199, okay, dann passt der. Aber ja, kann auch sein, dass er mehrmals in der Runde Super Attack. Ja, und also später wird's, ich glaube Great Simon war ein Problem für einige. 10-19 war... Bisschen nervig, sag ich mal, aber da müsst ihr quasi mit den Keyblast Ulti spielen. Great Simon, Great Simon, Freund, ich hab's als Stunner mitgenommen, aber wenn ihr Sealer habt, ist Sealer die sichere Variante, weil ein Seal kommt zu 100% durch bei den meisten Charakteren. Und Stun ist halt eine Chance, sag ich mal. Aber genau, das haben wir auch abgeklärt. Nur Wahrscheinlich geht auf jeden Fall klar. Jetzt kommen wir zu Cooler. Cooler ist auch so ein Charakter, der macht einfach nur Damage und ist auch ein bisschen tanky. Da braucht auch auf jeden Fall ein gutes Team, was offensiv stark ist, defensiv stark ist. Und ich glaube, Hit war bei manchen Problemen. Kidbu ist wirklich gestört, Freunde. Aber ich sag's jetzt schon mal, Kidbu kann man zielen. Also wäre es gut, wenn ihr euch für Kidbu einen Zieler aufhebt. Und auf einen guten Zieler komme ich gleich noch zu sprechen. Ich sag's jetzt schon mal, bevor ich es vergesse. Godku. Wenn ihr Tech Godku habt, dann nehmt ihr mit, weil Tech Godku kann zielen. Und genau. So, dann machen wir das Ganze mal so.
Kid Buu ist ja vom Agile-Typus, deswegen, wenn ihr da ein Tech-Team aufheben könnt, auf jeden Fall super Tech, dann wäre es auf jeden Fall gut, wenn ihr God Crew habt, dann nehmt ihn mit, weil God Crew ist ein Sealer. Oder ich komme mal gleich reingucken, welches Sealer. Super Saiyan Bardock so freikauft, fällt mir auch gerade ein, ist auch ein Sealer. Den könnte man auch auf jeden Fall auch mitnehmen. Und genau, ja, ich schau mal gleich. Also, so, wenn wir zu dem kommen, dann werden wir das Ganze noch mal gleich wieder ansprechen. Aber warte mal, Kid Buu soll. Kid Buu sage ich. Buu soll auf jeden Fall sich mal die Red Orbs gönnen, die Strength Orbs. Freeze können wir raushauen. Ja, cooler, wie gesagt, offensiv stark, defensiv stark. Braucht auf jeden Fall auch offensiv, defensiv starkes Team. Ich nehme mein Extreme Strength Team, wie gesagt. Ich hau erstmal meine Extreme Teams raus. Und bei ihm bin ich aber sicher, er kann mehrmals in der Runde super attacken. Also bis zu zweimal, schätze ich. Genau. Ist mir, glaube ich, das letzte Mal aufgefallen. Oder als ich die Battlefields mal durchgemacht habe. Die Sache ist nämlich auf Global. Ich habe mich gefragt, als rauskam: Hey, warte mal. Sind die zum ersten Mal raus, die neuen Gegner, Great Salmon und so? Oder habe ich das verpasst? Weil von JP war ich schon gewöhnt, die war schon seit Monaten draußen. Und dann habt ihr mich im Stream daran erinnert. Oder ich habe auch viel Feedback bekommen auf meinen Social Media Kanal oder hier in den Kommentaren, ob ich das mal machen könnte und das zeigen könnte, wie ich das mache, weil viele Probleme haben damit. Und das hatte ich gar nicht vor Augen. Deswegen vielen Dank für euer Feedback. Also auf jeden Fall bei sowas immer direkt was sagen, damit ich da auch ja, Bescheid weiß einfach. Genau, jetzt Janemba Raksha, Rakshasa's Claw. Die erste Animation ist gar nicht mal so schlecht von Janemba, aber. The Legend of Janemba. Piu, 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 mit den Fingerpistolen. Ja, und die Sache ist so, weil so. Also die Kämpfe können schon unter anderem auch etwas lange dauern. So ist nicht, aber. Gehört halt dazu auch irgendwo. Wisst ihr, was ich meine? Gehört auch dazu. Ihr könnt mich aber auch immer gerne wissen lassen, wie gesagt, oder euch gegenseitig gerne aushelfen. Welche Charaktere haben wir, aus welchen Charakteren könnt ihr sagen, okay, die haben mir übertrieben geholfen für dieses Battlefield? Ich zum Beispiel kann auf jeden Fall sagen, Tech God Crew, der war wirklich sehr gut, vor allem gegen Kid Buu, damit wir da auch auf jeden Fall uns einfach gegenseitig helfen können. Oder, weil wie gesagt, nicht jeder hat dieselben Charaktere, wisst ihr, was ich meine, gibt es immer andere Charaktere. Genau, bei Mirbei geht es hier da quasi da mehr darum, dass ihr seht, okay, wie man das Ganze angehen kann, auf was man eben achtet. Okay, ja, wie gesagt, bei dem Boy, den musst du einfach mal runterspielen, wie gesagt, jetzt aber. Hit ist ein Problem, glaube ich, für viele Mann, denn Hits macht übertrieben viel Schaden und wir können Hits-Angriffe nicht dodgen. Also Charaktere, die dodgen können durch die Passive oder durch Dupe System, können nicht dodgen. Ah, wir können seinen Angriff nicht annullieren, Verteidigung und so sofort, tralala, kennen wir alles, wir können ihn nicht sealen, wir können ihn auch nicht stunnen. Hört sich simpel an, aber ihr braucht einfach ein Eskalationsteam, ihr braucht einfach ein sehr gutes Team, wo ihr reingehen könnt. Ein Super-In-Team wäre nicht schlecht, wenn ihr euch ein gutes Super-In-Team bauen könnt. Dann geht mit einem Super-In-Team hier rein. Wie mache ich das Ganze? Wäre aber auch gut, wenn ihr dann darauf achtet, dass euer Super-In-Team auch offensiv und defensiv stark ist, auf jeden Fall. Die Super-In-Charaktere kann ich eigentlich mehrere nutzen. Weißt du was? Ah, warte mal, Super-In will ich hier nicht extremen. So, Uigoku kann halt nicht dodgen hier. Deswegen verzichte mal auf Uigoku, falls sich auch transformiert. Behalte das im Hinterkopf, falls es zu einer Transformation von Uigoku kommt, dann kann er nicht dodgen. Und wenn sich Uigoku transformiert, dann hat er keine Verteidigung. Dann kann er in dem Fall auch viel Schaden bekommen, auch wenn wir Typenvorteile haben. Aber Elevigito zum Beispiel, wenn ihr ihn früh schon spielen könnt, wenn ihr euch sicher seid, ihr schafft Kid Buu ohne ihn oder ohne ein Potara-Team, dann könnt ihr ihn jetzt schon eigentlich nutzen. Und er macht wirklich viel aus. Und ich glaube, Hit macht noch ein, zwei andere Sachen. Ah, der kann stunnen. Hit kann stunnen durch die Super-Attack. Gut, den hat er nicht angegriffen, sehr gut. Auf den hat er keine Super-Attack losgelassen. Und Elevigito, Final Strategy. Was ist hier los? Ja, okay. Also Hit haben die schon, glaube ich, ein bisschen übertrieben. So ist nicht. Also er macht wirklich gut Schaden, ist auch gut am Tanken. Aber ich brauche einfach ein gutes Team, Freunde. Da muss ich euch nichts erzählen. Euer Team muss einfach gut sein gegen Hit. Gegen Gohan ist auch so eine Sache. Gohan ist auch ähnlich, gegen den wir gleich kämpfen werden. Genau. Und Gohan tut auch die Charaktere festsetzen. Eure Charaktere. Da müsst ihr auch auf jeden Fall aufpassen. Ah, jetzt guck mal hier, Hit, boom. Wie schauen wir das machen? 101.000 mit Typenvorteil, das hat das. Oh je, jetzt wird's schwierig, weil die Charaktere hier, die haben auch nicht so eine nette Defensive. Super Vegeta hat eine gute Defensive, Super Gogeta nicht. Kann wehtun, kann auf jeden Fall wehtun jetzt. Kann schon nach hinten losgehen, so ist nicht. Also Hits sollte man nicht unterschätzen. Ja, bei den in Super Gogeta merkt ihr zum Beispiel, der hat keine Defensive, wisst ihr, was ich meine? Also durch die Pässe, das merkt man schon, dass er da gut Schaden bekommt, so ist nicht. Genau. Ah, leider kein Crit oder was? Der hat dann mit 3 Dupes Schade. Irene Supreme! Ja, zeig mal, was du drauf hast, Super Gogeta. Wenn du hier regierst. Und? Oh, keine Additional Attack oder was?
Ah, gut, aber der bekommt eine Super Attack? Nein, okay, meine. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okay. Ah, nein, der hat überlebt. Keine Additional Attack. Ah, okay. Ah, gut, der hat diese Runde nicht keine Super Attack gemacht. Sehr gut. Das spricht für uns, aber schaut mal. Könnte es auf jeden Fall wehtun, deswegen stellen wir unseren Boy Elevitito hin. Stellen am besten mal Gohan auch hin. Gibt dann schön. Ah, ja, egal, nicht schlimm. Der teilt so mit Bardock Experience Fight, das ist ja nicht alles täuscht. Das haben wir jetzt dann weggenommen, aber ist nicht schlimm. Oh, wenn er ihn stunt. Er hat ihn gestunt. Er hat ihn tatsächlich gestunt, aber gut. Elegon wird das trotzdem beenden, sonst nicht. Wir haben Glück gehabt. Ihr merkt auch schon, auch hier, auch ich hatte hier Schwierigkeiten. Also Hit ist schon ein starker Gegner. Genau, und jetzt kommen wir zu Gohan. Gohan war das, denke ich. Richtig, richtig. So, was gibt es gegen Gohan zu sagen? Ganz ehrlich, eigentlich nicht viel. Er ist auch offensiv stark. Er macht auch viel Schaden. Ich glaube, er hat auch eine kleine Damage Reduction, also. Aber gut ist, dass er hier in dieser Season, genau, unsere Charaktere, ja, festsetzen. Gut ist, warte mal, kann man ihn stunnen? Reduce 30 Damage, grants immunity to stunts. Nein, kann man nicht. Man kann ihn weder stunnen noch sealen. Aber gut ist, dass es vom AGL-Typus ist, weil super AGL-Charaktere vor allem aussagen, wenn ihr Vegito habt. Rein damit. Ich werde jetzt versuchen, guck mal, ihr habt es vielleicht gemerkt, ich habe so versucht, so wenig wie möglich, wie soll ich das sagen, Moment, ich mache das ganz mal so wenig wie möglich Pure Saints Charaktere an sich zu nutzen, weil ich sie eben gegen Kid Buu aufheben will. Natürlich könnte ich auch mein Super Tag Team gegen Kid Buu für Kid Buu aufheben, aber da muss ich euch wahrscheinlich auch nichts erzählen. Wenn ich da einfach Pure Saints Double Lead nehme, ist das durchaus besser, als wenn ich Double Super Tag Lead nehme. Genau, und deswegen habe ich so meine Pure Saints Charaktere aufgehoben, mehr oder weniger. Das werden wir aber auch gleich sehen, denn danach kämpfe ich tatsächlich gegen Kid Buu schon. Und meine Taktik wird sein, Evo Vegeta als mein Eigenleader, Transform Vegeta als Zeitleader, also Subleader, also beziehungsweise beide als Pure Saints Leader. Und dann nehme ich sehr viele Pure Saints Charaktere vom Tag-Typus mit, auszweig Godku, weil das zielen kann. Wer weiß, vielleicht nehme ich auch mal Bardock mit. Jetzt, wo ich gesagt habe, kann ich mich auch zielen. Wenn ich ihn mitgenommen habe, dann werde ich ihn als Team mal mitnehmen. Gucken wir gleich. Und ansonsten nehme ich zum Beispiel Super Saiyan 3 Vegeta mit. Auch wenn der Typen Nachteil hat, aber der ist ja ein reiner. Er tankt ja links und rechts. Deswegen, genau, das ist so meine Strategie gewesen. Pure Saiyan Team. Habe ich auf jeden Fall geschafft. Hatte ich auf jeden Fall wenig Probleme, sag ich mal. Aber abermals, Freunde, man braucht schon trotzdem gute und starke Teams. Wenn ihr aber, wie gesagt, eure Tag Teams aufheben könnt gegen Kid Buu und auch ein Kategorie-Team, wäre es wirklich nicht schlecht. Weil. Auch wenn ihr es mit dem ersten Team nicht schafft, dann habt ihr zum Glück noch ein zweites Team, sag ich mal. Zum Beispiel, wenn ihr Super Tag Team habt, Extreme Tag, dann habt ihr beide und dann stehen die Chancen eigentlich hoffentlich gut, dass ihr das mit Kid Buu schaffen solltet, könntet. Okay, gut, dann hätten wir den Boy jetzt auch erledigt und jetzt kommen wir zu Kid Buu. Das Gestörte an Kid Buu ist nämlich, macht viel Schaden, defensiv stark, er heilt sich, er kann unsere Angriffe dodgen. Man kann ihn nicht stunnen, aber man kann ihn Gott sei Dank immerhin zielen. Und darauf wollen wir bauen auf jeden Fall auch, so ist nicht. Boom, und zwar Extreme AGL Kid Buu. Also habe ich alles richtig gesagt, richtig. Und zwar gehe ich jetzt erstmal her, filter nach meinem Pure Saints, boom. Evo Vegeta Leader, Transform Vegeta ebenso Leader. Dann seht ihr die Tech-Reihe hier. Weißt du was, ich kann eigentlich alle Tech-Charaktere direkt mitnehmen. Wobei ich trotzdem würde ich gerne den hier machen vielleicht, weil er ein übelster Tank ist, Super Saiyan 3 Vegeta. Aber komm, wir machen das Ganze mal so. Und das ist halt so meine Taktik gewesen, weil ich habe ein Pure Saints Team, ich habe einen sehr guten Leader Skill, ich habe viele Tech-Charaktere mit Typenvorteil, noch wichtiger, ich habe zwei Sealer am Start. Godku und... Nein! Stopp. Godku und Bardock. Warum habe ich gerade Nein gesagt? Als ich Angel Goku gesehen habe, der ist auf 100%, so ist nicht, aber als ich ihn gesehen habe, nope, den wollte ich nicht mehr sehen. Weil Angel Goku... Der bekommt sehr viel Schaden. Aber zum Glück habe ich Tech Godka am Start. Der hat ja auch immer eine Defensive. Angel Goku hat kaum eine Defensive. Aber wie gesagt, sowohl Tech Godku als auch hier Seed Super Attack als auch Super Saiyan Bardock können den Gegner sealen, die Super Attack. Deswegen versuche ich immer mal einen in der Rotation zu halten. Und natürlich einfach Kid Buu sealen. Heißt, er macht nur noch keine Superangriffe, wenn man ihn sieht. Er macht nur noch normale Angriffe. Sollte man aber trotzdem aufpassen. Der könnte trotzdem gut Schaden machen. Heilen tut er sich so oder so und jetzt kommt es halt darauf an, dass ich auch gut Schaden mache. So, wisst ihr, was ich meine? Also ist jetzt nicht allzu schlimm gewesen, dass ich Angel Goku mitgenommen habe, so ist nicht. Der wird auf jeden Fall gut Schaden machen, hoffentlich. Könnte aber trotzdem ein bisschen Schaden bekommen. Und genau. Aber genau, mit den Zielern spiele ich hier an der Stelle gegen Kid Buu.
Und ganz ehrlich, wenn ihr mit euren Tag-Teams Probleme habt, sei es Super Tag oder Extreme Tag, wäre gut, wenn ihr beide aufheben könnt. Aber ich habe es auch damals auf JP gespürt oder zu spüren bekommen, dass ich es mit meinem Super Tag-Team nicht geschafft habe. Und da habe ich es aber danach, dann hatte ich danach noch ein Kategorie-Team, das waren die Portara-Charaktere und damit habe ich es dann geschafft. Also mit Kategorie-Team in der letzten Stufe ist es, wirklich, ist es an sich vorteilhafter bei den besseren Leader-Skill ab. Also Double-Kategorie-Leader-Skill, wir haben hier einen viel, viel besseren Leader-Skill als Double-Super-Tag oder an sich Tag, sage ich mal. Deswegen spricht das auch auf jeden Fall für uns. Und ja, jetzt versuche ich das Ganze runterzuspielen. Gott sei Dank ist er geseed, er heilt sich trotzdem, ist natürlich ein bisschen nervig. Er kann auch Angriffe dodgen, unsere Angriffe hat er bis jetzt glaube ich noch nicht, habe nicht drauf geachtet. Aber ja, so mache ich das dann eben in diesem Battlefield, sage ich mal. Es ist sehr schwierig, dieses Battlefield. Wenn ihr es schafft, wäre es geil, Freunde. Ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen auch helfen. Aber ich sag's jetzt schon mal, es wird noch schwieriger. Da kommen nämlich noch zwei Gegner dazu. Wobei, der hinzukommt, geht eigentlich, das ist Bardock. Da kommt noch ein Bardock hinzu. Dieser Bardock macht unendlich viele Angriffe, aber die Sache bei ihm ist, er ist einfach nur komplett tanky. Also vor ihm braucht ihr nicht so viel Angst haben, wenn er in Zukunft kommt. Er ist eigentlich wirklich nur tanky. Das ist mehr oder weniger so ein Spiel auf Zeit. Und der andere war, glaube ich, Trunks, wenn mich nicht alles täuscht. Aber egal, wenn das online kommt, dann gucken wir das auch auf jeden Fall noch an. Im nächsten Monat dann. Genau, ansonsten, ja, seht ihr, wie das Ganze verläuft hier. Boom, die Boys brechen hier. Guck mal, 3,2 Millionen Crit rausgekommen und er hat trotzdem so viel Leben noch. Also Kid Buu ist wirklich sehr viel HP. Also wirklich sehr, sehr viel HP. Und, aber seht ihr das mit der Taktik, mit dem Zielen? Auf jeden Fall, empfehle ich auf jeden Fall. Wenn ihr Ziel habt, bitte mitnehmen hier in diesem Team. Vor allem, wie gesagt, Gott coolsten Zieler und der Super Saiyan Bardock Tag auch. Und zwei Tag-Charaktere und die haben so, also die haben ja auch den Typenvorteil, ne? Okay, gut, ansonsten wäre es, glaube ich, mehr oder weniger. Den sollten wir jetzt rausnehmen, es sei denn, er tut alle Angriffe dodgen. Ich hoffe, wie gesagt, das hat euch im Endeffekt gefallen. Wenn ja, dürft ihr ganz aufgefallen Like geben. Ich hoffe, ich konnte den einen oder anderen helfen. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wenn ihr Tipps und Tricks habt, helft euch auf jeden Fall gerne in den Kommentaren aus. Kid Buu will nicht, dass er das Ganze wählt, der dodgt hier noch, eh? Aber ich habe dich hier an der Stelle, genau, nice. Und so viel dann auch zu dem neuesten Battlefield, Freunde. Ja, Playthrough, sage ich mal, Walkthrough einfach hier. Ich hoffe, das Ganze gefällt. Nein, ja, gebt mir ganz ein Like. Zum 80. Mal, weil ich das Ganze hier beenden will, aber das Spiel lädt. So cringe Ending, also keiner weiß, kennt ihr das? Vielleicht habt ihr es versucht, so perfekt einzuteilen, aber Kid Buu hat einfach gedodged, also hat es nicht geklappt. Aber ja, damit ihr das hier nochmal sehen, Freunde, boom, ist geschafft. Vielen Dank fürs Zusehen, bis dann. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done next time you ain't won't be around.